bin's, Andrea aus der Basel-Oase. Ich grüße euch. Ja, ich wollte mich heute mal vorstellen, damit ihr mich auch mal live seht, wie ich denn genau aussehe, weil sonst habt ihr ja immer nur meine Hände in der Kamera. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache heute mein Live-Video. Also, ich bin 57 Jahre alt, glücklich verheiratet mit Joe, der ja auch hier auf diesem Kanal seine Bastelprojekte zeigt. Wir haben hier einen kleinen Zoo, zwei Bulonka-Svetner-Hunde. Ilonka habt ihr schon gesehen, war manchmal schon im Video drauf. Und wir haben auch noch zwei Katzen, zwei Perser-Mix-Katzen. Die halten uns hier ganz schön auf Trab. Ja, und Basteln ist meine Leidenschaft. Ich bastel schon so lange, wie ich eigentlich denken kann. Schon als Kind habe ich meine ganzen Barbie-Puppen bebastelt, habe dann Schulbücher gemacht, das ganze Barbie-Haus ausgestattet. Das hat mir auch schon immer Spaß gemacht und Papier hat mich immer fasziniert, weil ich es einfach toll finde, was mit Papier möglich ist. Ja, wir haben auch noch Großes vor auf unserem Kanal. Wenn wir die 600 Abonnenten erreicht haben, gibt es hier eine ganz, ganz tolle Verlosung. Da werden Joe und ich auch noch mal live bei euch sein und zeigen, was ihr Schönes gewinnen könnt. Ja, ich bin auch Stamping-Up-Demonstratorin aus Leidenschaft, weil die Sachen von Stamping-Up einfach sehr hochwertig sind, sehr durchdacht sind und ich unheimlich gerne damit gestalte. Wenn ihr da mal so Fragen habt oder wenn ihr auch gerne was haben möchtet von Stamping-Up, sagt Bescheid, schreibt mir das in die Kommentare. Ich mache da gerne für euch auch mal so ein kleines Setting nochmal, was ihr genau braucht, wenn ihr vielleicht Anfänger seid, ob ihr auch vielleicht eine Stempelparty haben möchtet und und. Da dürft ihr mich gerne fragen. Aber natürlich auch zu allen anderen Themen, die ich hier auf meinem Kanal zeige. Ich bin ja gerade im Junk Journal Fieber und ich mag es auch total gerne, die hochwertigen Sachen von Stamping Up mit anderen Sachen zu kombinieren. Deswegen gibt es ja auch diese Serie bei mir. Projekte mit Material verschiedener Anbieter, weil es funktioniert total gut und ich mag einfach diesen Mix von vielen, vielen Dingen. Ja, ich habe hier auch mal was mitgebracht und zeige euch das mal. Da gibt es auch ein Video zu. Das ist das Memo Board, was ich gestaltet habe mit den Stempeln von Stamping Up und ich habe da auch Action-Sachen von verwendet. Diese Leinwand ist zum Beispiel auch von Action und das ist ein tolles Projekt. Das macht unheimlich viel Spaß, ist eine tolle Geschenkidee und ist total einfach zu machen. Wenn euch das interessiert, dann schaut auch noch mal in die anderen Videos, die ich habe. Da zeige ich nämlich das Memo Board, wie ich das gemacht habe. Es gibt auch schon den neuen Katalog. Ich darf euch nur das Cover zeigen, mehr leider noch nicht. Und ab 4. Mai ist dort alles bestellbar. Ich kann euch schon mal sagen, seid neugierig, es sind super, super, super schöne Sets da drin. Ich freue mich da total drauf. Ist ja nicht so, dass ich keine Stempelsets habe. Nein, ich habe hier alles voll. Aber ich benutze auch alles. Ich mische alles miteinander und das macht unheimlich viel Spaß. Ja, ich werde am 4. Mai gleich ordentlich bestellen. Ich habe meine Bestellung schon aufgeschrieben und werde dann natürlich auch ein Boxen-Opening machen, ein Haul, was alles ich bestellt habe. Und dann zeige ich euch das. Ich werde auch jetzt auf meinem Kanal nochmal eine neue Serie starten. Und zwar werde ich euch nach und nach einzelne Stempelsets vorstellen mit Material, was man dazu benutzen kann und euch dazu ein paar Ideen zeigen. Ja, das war's erstmal. Ihr habt mich jetzt mal gesehen. Ihr wisst, wie ich aussehe jetzt. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass man nicht immer nur die Hände sieht. Und wie gesagt, ihr dürft alles fragen. Ich bin absolut geduldig. Ich zeige euch gerne alles bis ins kleinste Detail. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.